So, ich startete die Aufnahme. Spannend, spannend. Hallo, herzlich willkommen zurück, sagst du, nach einer Pause. Also auf YouTube kommen wir jetzt erstmal noch, wie viele Folgen? 3 oder 4 vom letzten Stream. Ab morgen. Auch geil. Ne, ab übermorgen, stimmt gar nicht. Naja. Und mich gestern sehr glücklich gemacht, oder? Ich selbst war das. Aha. Das ist ja interessant. Ja, wie ihm auch sei, Dark Souls. Ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, wie dieses Spiel funktioniert, auf jeden Fall. Naja, so schlägt man, so dodgt man und so blockt man, was ich nicht mehr benutze. Ich muss zweihändig spielen, vor allem. Okay. Wir sind jetzt kurz vom DLC. Es gibt noch einen optionalen Boss, den ich erledigen möchte vorher. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo dieser sich befindet. Doof, dass jetzt niemand da ist, der mir das mal eben schnell sagen kann, aber ist nicht so schlimm. 7000 Seelen, 20 Estusse, ist doch alles Paletti hier. Erinnern, hat Tobi oder sonst wer irgendwas angemerkt, wo der Boss ist? Ich glaube nicht. Was ist los? Alter, Damien, hallo. Wo ist Gwendolyn? Ich muss nur die Location wissen. Dann geht das los hier. Ach ja, und in den DLC reinzukommen, wurde mir auch mehrmals geraten, im Internet nachzugucken, wie das eigentlich funktioniert, weil da kein normaler Mensch drauf kommt. Also ja, das wird nachher lustig. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich habe vor dem Boss aufgehört. Gwendolyn. Gwendolyn. Kriegen wir mal mehr ein Hallo. Hallo, Julian. Du Arsch. Finstermondgrab, glaube ich. Ich sehe es nicht. Da. Mein Gott, ich bin blind. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor heute, weil ich jetzt ja 2 Wochen nicht gespielt habe und wahrscheinlich erstmal wieder voll am nicht checken bin, was ich überhaupt tun muss. Ah ja, stimmt, genau, ich erinnere mich. Tobi hatte das erwähnt, glaube ich. So irgendwie hier. Ach scheiße, hier unter irgendwie noch. Geht das noch tiefer? Nee. Aber irgendwie hier. Ich bin kein Arsch. Du hast einen, nein, schön. Meiner ist flach. Mein Arsch tut gerade weh. Wovon? Das könnt ihr euch selber überlegen. Nein, ich habe tatsächlich, no joke, ich habe einen Muskelkater. Und es tut ein bisschen in der rechten Arschbacke weh. Du brauchst einen Ring dafür in dem Raum. Okay. Weise mich ein. Ach ja, doch, ich weiß schon, welchen du meinst. Den habe ich ja auch schon. Den Finsternis-Science-Ring, oder wie der heißt. Finstermond-Science, ja, und wie wird das ausgesprochen? Weiß ich nicht. Ich war echt ein geiler Arsch, wäre hier eine Frau. Onlyfans. Uch. So, aber jetzt ist die Frage, wo ich jetzt damit hin muss. Problem ist, dass ich jetzt, glaube ich... Ja, ich habe leider eine Fat Rule jetzt. Ich hoffe, ich brauche die nicht beim Kampf selber. Den Ring, aber mal gucken. So, wo muss ich denn jetzt hin? Mit dem Ring. Ich meine, hier oben ist ja die Halle, wo auch das Bild zur gemalten Welt war. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hin muss, oder? Ach so, direkt beim Bonfire. Du Kick. Was soll ich das wissen? Wie viel Damage kriege ich? Geht ja noch. Bin ich eigentlich auch langsamer, wenn ich mehr Rüstung trage? Ich meine, es gibt irgendwo Sinn, aber ich komme mir gerade echt ein bisschen langsam vor. Das ist halt Dark Souls. Ach ja, hier war dieses komische, durchsichtige... Hallöchen, ne? Oh, oh! Okay, dann wollen wir mal. Will nur kurz gucken, testen, ob die Einstellung geklappt hat. Ja, Mann! Hübsche 3. Halt! This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished, it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the Dark Sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self.
Gwyndolin, and kneel before me. Aha. Sollte ich jetzt wirklich niederknien? Tschüss, war lustig wie immer. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Oh, Eid. Klinge des Finstermonds, auch schön. Ja, warum nicht? Kann ich ja wieder wechseln, was ja im Original, glaube ich, nicht geht, aber nun, aber in Remastered. Finstermond Klingenring. Mein Handy vibriert. Bitte hört auf. Da fehlen Thumbnails. Bald. Vielleicht nachher. Okay, Andenken der Vergeltung geben, was? Boah, das ist alles so. Wie ist das Spiel eigentlich so kryptisch? Was zum. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ich habe bei Dark Souls halt Angst. Was dein Eid vertieft. Okay. Dass alles irgendwie irgendwas triggert, was. Weiß ich, mich nicht weiterkommen lässt oder so. Furchtbar. Okay. Ich habe eine Trophäe erhalten, ist auch schön. Das ist sowieso nur so eine Sache. Eide, da kann ich. Eide, ist die Mehrzahl Eide? Man kann doch so ein paar easy bekommen. Ich glaube, die würde ich tatsächlich mir nochmal holen, einfach für so ein paar nette Trophäen. Aber wahrscheinlich auch nicht alle, weil, naja. Dann im New Game Plus. Why would a blade of the dark moon trespasseth upon the great lord's tomb? Weil ich eine Trophäe will. Mark the words of myself, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Oh oh. Finstersonne Gwyndolin. Jetzt bin ich gespannt. Rennt die jetzt immer weg? Kann ich den Ring jetzt. Ich kann den Ring schon jetzt wieder ablegen, ne? Theoretisch. Also. Ich sollte natürlich nicht in ein Menü gehen jetzt. Gut. Ich schlürf mal was. Ich hab noch ein paar. Ach komm, durch die Wand. Bitch. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Das ist ein ziemlich weirder Boss. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das war's. Ist ja lame, Alter. Okay. Hey, der zweite Boss, den ich First Try geschafft habe. Dass man so überhaupt sagen kann, dass ich Bosse in Dark Souls First Try habe. 40.000 Seelen, Alter. Nice. Mashallah.
Erstmal hallo Leon übrigens. Ich bin auch hier. Was? Laber ich hier? Okay, Alter, Elzara, guten Taro, BBS-Flashbacks. Einfach nicht Lino. Was geht, mein Bester? Für dich auch, wenn mein erster Gedanke Undertale war. Backseat Gaming. Ich mochte Undertale nicht und habe es mit Stolz abgebrochen. Hey, da sind wir schon zwei. Also ich habe es nicht abgebrochen, aber ich fand es auch nicht so gut. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur scheiße. Also sowieso, aber, ne? So, jetzt an dem Vieh sterben, weil es ein Mimik ist. Da ist nichts drin. Wow, ich bin begeistert. So, von dir lasse ich mich nicht verarschen. Okay, gut. Wunder, Sonnenlichtschwert. Guck mal, da liegen einsame Blumen drauf. Bestimmt auch wieder irgendwas Lore-technisches, aber ist ja egal. Wir haben ein gutes LP dazu gemacht. Hallo, Friesenjunge auch. Der Genocide Run. Eieiei. Okay, das war lame. Nee, habe ich nicht. Wegen DLC, genau. Also ich glaube, ich habe, als ich ja mal ziemlich alleine war und, oder zumindest keinen hier hatte, der sich mit Dark Souls auskannte in einem Stream und ich hart verzweifelt war, habe ich ja ein bisschen gegoogelt, wo ich weiterkam und da bin ich, glaube ich, ein bisschen drüber gestolpert. Also es ist da, glaube ich, irgendwie am Wasserfall, da, wo auch die Hydra war, oder? Da muss ich, glaube ich, wieder hin und da muss ich irgendeinen kryptischen Scheiß machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht was. Von daher erkläre mir gerne, wenn ich dann google ich halt oder so. Und ich weiß aber noch nicht, was ich aufleveln soll. Ich meine, ich bin jetzt eh stärkemäßig am Limit. Beweglichkeit halt leveln. Ich kann sowieso nur eine Sache leveln. Meine Keule leveln. Muss ich eh irgendwie krasse Sachen für finden. Was brauche ich denn dafür nochmal? Irgendwas Spezielles. Ach komm, ich level den Bums jetzt einfach. Mir egal. So. Das ist bei der Hydra, ja, aber du brauchst noch ein Item. Okay. Welches denn? Also der Boss war echt lame. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin oder so, weil... Schnell ist, ne? Lust ihn zu töten. Kommst du im Archiv des Herzogs von dem Kristallgolem am Eingang? Vielleicht habe ich das schon. Wie lange geht das LP eigentlich schon? Zu lange. Hab ich gefühlt mit Dark Souls kennengelernt. Okay, nicht ganz, würde ich sagen, aber kann man ja. Wie viel Stream ist denn das? Warte mal, wir sind jetzt. Das ist jetzt Folge. Irgendwo Mitte 80 oder so. Also seit fast 3 Monaten. Dafür kennen wir uns schon ein bisschen länger. Geh mal deine Items durch, dann kann ich es sagen. Warum ich jetzt genau schon direkt losgerannt bin, kann ich auch nicht so genau sagen. Normale Gegner mal wieder härter als Bosse, man kennt's. Das ist Dark Souls. Das ist ein Projekt mit über 100 Folgen. Nee. Glaube ich nicht. Und LNOA ist, glaube ich, auch mit über 90 Folgen gut dabei. Okay, gucken wir mal und hoffen, dass ich nicht währenddessen geschlachtet werde. So, ich verstehe übrigens die Kategorisierung hier immer noch nicht so ganz, aber... Sonnenlichtmedaille. Du brauchst eine rote Apfel, blauer Augapfel, schwarzer Lebewohlkristall, das ist der Diener, Bruder Musklum, Mela losklumpen, Soßklumpen. Einen kaputten Anhänger. Der wird hier sowieso nicht sein, aber... wie ist die Kategorisierung? Schalalalala, Füßenseel. Ah, cool. Merkwürdige Puppe.
Ganz viele tolle Schlüssel. Ach ja, können wir Herz 2 auch bei 90. Stimmt. Alter Schwede. Ich meine, das wird auch hier nicht sein. Verzaubertes Falchion, aha. Falchion ist auch eine Waffe, die man in Castlevania finden kann. Passend dazu, weil das spiele ich gerade, falls ihr es nicht wusstet. Ich bin jetzt fast durch. Ich habe jetzt vorhin Grindarbeit geleitet. Ich muss nur noch einmal mit Richter durchspielen. Und zwar im Plepp-Modus, was man so in... Jetzt, ich habe sogar gesehen, in 12 Minuten durchspielen kann. Nur noch das habe ich Platin. Ist das nicht toll? Ich finde das super. Okay, jetzt wird der Wender wahrscheinlich hier sein. Oder? Ach, keine Ahnung. Weil sind nur Ringe. Ich muss ganz an den Anfang vom Archiv, also am besten von Anor Londo aus. Okay. Ich muss gerade gestehen, dass ich gar nicht mehr... Ah doch, doch, ich weiß noch, wie es dahin geht, okay. Guck mal, eine Woche nicht gespielt und ich bin tot. Weiß gar nichts mehr. Oh! Das ist natürlich jetzt doof. Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie beleidigen oder so, aber ich wollte halt eine Trophäe haben. It's that simple. Das ist schlecht. Naja. Das läuft heute leider RIP, aber naja. Das ist ja gar nicht schlecht, dass man Wendelin wirklich ganz am Ende macht. Plus 1 für deinen Estus. Ah, cool. Die einzige Sache ist natürlich... Lass mich durch. Oh, ich muss noch meinen Ring ablegen, damit ich wieder Fett rollen kann. Also nicht Fett rollen kann. Hoffe nur, dass ich jetzt hier instant durchkomme, ansonsten spawne ich sonst wo und kann mich nicht nach Anor Londo porten. Und das wäre ganz schön stressig. Glaube ich. Wobei, dann könnte ich ja rückwärts von dem... Ach, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Interessante Konversationen. Na gut, ich kann ja das Leuchtfeuer hier schon mal benutzen, das ist doch gut. Wie geht das noch mit dem... Alter, ich habe alles vergessen, das ist unfassbar. Ich muss es entfachen... Ne, erstmal muss ich meine Aushöhlung umkehren, glaube ich. Dann muss ich es entfachen und dann muss ich irgendwie... Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal, mache ich später. Ja. Wo jetzt hin? Sag es irgend so ein Eisgolem-Typ, ne? Hier laufen so ein paar rum auf jeden Fall. Ansichtssache. Was ist dir wichtiger? Was machst du öfter? Okay, sind auf jeden Fall so ein paar Eismenschen. Ach kommt, Jungs. Muss es sein? Anscheinend schon. Naja. Jetzt irgendwie verletzend. Gegenteiltag. Ein kleiner Abschiedsfick. Ja, ja.
Hier, weg mit dem Kackring. Ich nehme wieder Havels Ring. Havel. Pavel. Jo! Dann wieder schnell. In der Bahn. Abschiedsweg ist eine Sache. Stimmt. Sieht speziell aus. Nee, ist doch nur ein normaler Dulli. Sehe Dinge. Sehe tote Menschen. Ja, das ist natürlich jetzt kack. Versöhnungskuss. Alter, voll in den Rücken, Bruder. War übel. Nee, was tust du? Spielcharakter. Also ich. Das wäre jetzt geil, wenn ich den zweiten Hit quasi direkt... Ach komm! Ich will nur wissen, was für mich... Boah. Wen muss ich denn hier jetzt killen? Sag mal an. Sag mal an, Damien. Gibt es hier einen speziellen Gegner? Ist es ein Random Drop? Das wäre räudig. Einen großen Golem. Okay. Eigentlich laufen ja mehrere davon rum. Deswegen wundert es mich ein bisschen, aber... Das ist fein. Okay, das ist jetzt Part 3. Warum ich so schlecht in Videospielen? Also Dark Souls. Ich habe noch einen Kommentar bekommen, irgendwie auf Folge 70, der sich beschwert hat, dass ich nach 70 Folgen Dark Souls immer noch nicht kann. Hat mich richtig durchbeleidigt. Fand ich lustig. Kennst du? Really? Ist der noch da? Nein, das war ein einmaliger Kommentar, falls du den gesehen hast. Also gerade spiele ich auch scheiße, gebe ich zu. Übrigens, meine 18.000 Seelen sind verloren, glaube ich. Ups. Naja. Passiert. Oh, jetzt auch nicht mehr. Ich mag Kontroversen in den Kommentaren. Also der Eis-Dulli da. Ey, wie mich dieser Feuerbruch jedes Mal trifft, Mann. Warum stehst du denn so in der Ecke? Ich mag dich nicht. Hattet ihr jetzt eigentlich noch so richtig harte Bosse? Also wahrscheinlich. Meine Fresse, Jungs. Ihr könnt auch mal eure Balls chillen, so für eine Second. Mal kurz. So. Achso. Warum funktioniert mein rechter Stick nicht? Mal den Golem anvisiert. Ach komm. Dass ich jetzt gerade so viel schlucken muss hier, wortwörtlich. Schon ein bisschen peinlich, tatsächlich. So. Der hat nicht so viel gedroppt. Geh mal zu Hydra. Toll.
Gut. Ich würde sagen, wir beenden hier schon mal die erste Folge für heute. Und ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht. Ah! Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Das ist ja zu erreichen vom Finsterwurzgarten-Gerätschaftsdings, ne? Gab's da einen. Kristallhöhle? Glaube, da kann ich so gar nicht mich hinporten. Naja. Deshalb konnte ich nur das Kommentar nicht kommentieren. Er hat ihn gelöscht und neu geschrieben unter dem Kommentar. Es sei denn nur bei Gliedern, die man bloß im Auge sehen kann. Sorry, das interessiert dich leider. Autsch! Achso, ich wollte die Folge beenden. Tschüss!